Mittendrin. So, wir sind wieder da, Leute. Mittendrin geht's weiter. Ne, es geht. Zusammenbleiben. Ja, zusammenbleiben. Hier hoch. Scheiße! Dieser Junge ist gut. Was machst du? Ich schieße auf ihn. Und weg. Hier geht's runter. Okay. Der Heli hat die Geschützsteuerung ausgeschaltet. Wenn Sie es bis zu den Geschützen schaffen, können Sie diese manuell aufnehmen. Zeigen Sie es den Bastard. Ich komm zu dir. Holen Sie den arroganten Wichser vom Himmel. Noch ein Stück, mein Freund, noch ein Stück. Jawohl, bleib stehen. Okay, und weiter. Komm weg, komm weg. Einfach weiterlaufen. Ich hänge am Sack fest. Ich fasse es nicht. Da haben wir meine... Ah, ne, das sage ich jetzt nicht. Bleib unten, ich mach das nächste. Der hat dich schon angevisiert. AG, gleich kommt Verstärkung. Machen Sie weiter Druck und bleiben Sie wachsam. Okay. Das ist schon kaputt. Es wäre verdammt hilfreich, wenn Sie diese Türme endlich auf den Feind ausrichten könnten. Wir wissen immer noch nicht, was das Ding alles kann. Herr Kai, wohin? Rüber. Weißt du, geht's nicht runter. Nein! In Deckung! Dave, Dave! Achtung, da kommen Bodentruppen auf Sie zu. LMB-Verstärkung. Passen Sie auf sich auf da unten. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Er schießt, bleib stehen, Gabi! Okay, ich heile uns mal hoch. Oh, hier bei uns! Okay. Gut. Wir haben mal Munition. Gegner. Ja, ich muss Munition. Jetzt. Geh du Munition holen, schnell. Oh, hinter uns! So. Und weiter. Erstmal unten rein, Kavi. Komm mal hier hoch. Keine Ahnung, du musst hier, glaube ich, hoch, Kavi, wo ich jetzt bin. Bin oben. Okay, hier ist noch ein Geschütz. Dann gib ihm. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Was ist in Position? Feinde. Gleich ist die Rüstung weg, Kabi. Ich habe ein Problem hier mit Gegnern. Legt sie alle um.
Fuck, 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 fuck. Hinter dir, hinter dir. Weiter, weiter. Alter, dieser Fotze, mal gut, dass er nicht so gut trifft, der Idiot. Unbedingt Heilung. Wir können jetzt immer gerade hier. Oh, zurück zu Zielbereich zurück! Nein, wir sind ins Haus gegangen! Oh. Mein Gott. Kavi, wirst du zum Rentner? Hä? Oh ja. Nee. Alter, von ganz vorne wieder. Ja klar. Nee. Der Heli hat die Geschützsteuerung ausgeschaltet. Wenn Sie es bis zu den Geschützen schaffen, können Sie diese manuell ausrichten. Zeigen Sie es den Bastarden. Agent, gleich kommt Verstärkung. Machen Sie weiter Druck und bleiben Sie wachsam. Agent, wir wissen immer noch nicht, was das Ding alles kann. Super Schuss. Kavi, lauf du, heil du dich, ich halt nur auf den Heli. Ich hab gleich schon seine Rüstung weg. Jo. Entdeckung! Stay, stay! Ausrichten könnten. Achtung, da kommen Bodentruppen auf Sie zu. LMB-Verstärkung. Passen Sie auf sich auf. Ich glaube, Rüstung haben wir gleich weg, Kabi. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Rüstung ist weg, Kabi. Ab jetzt geht's ans Leben. Nächstes Geschütz kommt. Ja. Die Verstärkung. Bleiben Sie an den Burn, Agent. Gleich haben wir einen, Kabi, gleich haben wir einen. Weiter so, Sie haben ihn. Rammen Sie das Arschloch in den Boden. Kabi, schieß einfach drauf. Haben wir. Das war's. Alter, was ist denn los hier? Ich will nicht mehr. Nee. Er verkriecht sich hier unterm Haus. Ja, ich hab die ganze Zeit da gestanden. Wir haben noch Gegner, Kabi. Die waren ja eine sehr große Hilfe hier. Hä? Die waren ja eine sehr große Hilfe hier und so. Ja. Wie fühlt sich das an, Agent? Letzter Überlebender. Wir haben gerade den CEO der letzten organisierten Bedrohung für Manhattan getötet. Es war nicht leicht und wir haben viele gute Männer verloren. Und ein Epic bekommen, ne? Aber sie haben den LMB das Rückgrat gebrochen. Dingens haben wir gekriegt. Legendär. Niemand durchgeht mehr die Gegend und zwangsverpflichtet Leute. Nicht ohne Biss. Da draußen sind immer noch Tops von ihnen, aber ohne Führung. Wir sind fertig, Kavi, anscheinend. Ich weiß nicht. Alles klar. Halten Sie die Augen nach Updates offen. Neue PvE und PvP-Inhalte werden regelmäßig hinzugefügt. Erkunden Sie die Tiefe des Dark Zone. Ja gut, das ist uns alles klar. Hier oben ist noch was. Ja, warte, ich sammle hier gerade alles ein.
Da hinten habe ich auch noch mal Epic. Da habe ich noch mal Epic. Okay, hier oben habe ich noch mal ein Epic. So, was haben wir gekriegt? So, was war's, ne? Boah. Mehr Epic habe ich nicht. Das waren jetzt fast nur Waffen, ne? Na, ich habe eine ACR bekommen. Ich habe eine M4 Polizeivision bekommen. Mit 6500 Schaden, schlechter. Was? Ja. Meine hat 6193 Schaden, so. Also meine hat jetzt 6021. Ja gut, weil du keine Dingens drin hast, ne? Keine Procs. Ja. Ja, du musst ja die ganzen Dinger reinmachen. Also meine M4 Polizeivision ist auf jeden Fall besser wie meine SCAR. Ja, genau. Bei mir auch. Also denke ich. Wenn ich sie jetzt so anziehe, ist es schlechter. Ja, bei mir auch. Aber wenn es die Mods dazu fügt. Ja gut, ich muss mal die Mods rausbauen aus der SCAR. Dann hast du einen besseren Vergleich. Einfach die Mods rausbauen, Kavi. Mein Gott, das sind 2 Sekunden. So, jetzt habe ich die ganzen Mods rausgebaut. So, jetzt macht meine SCAR, habe ich 46.753 Schaden. Mit der M4 habe ich 56.000. Das sind 10.000 mehr. Also, gar nicht drüber diskutieren. M4. So, doppelläufige Schrotflinte mit 45.000. Ja, das wird Slot 2. Ja, eindeutig ist sie besser. Ja gut, vielleicht gibt es ja auch keine doppelläufige, sondern... Nein, ich meine jetzt unsere... Ja, dann nehmen wir die doppelläufige Schrotflinte. Zack. Jetzt müssen wir aus den anderen noch die Mods rausbauen, Leute. Boah, Wahnsinn. Endfight. Ja, war schon cool, oder? Jo. Aber das kann ja nicht das Ende sein. Warum gibt es noch so viele Gebiete? Keine Ahnung. Ja. Genauso dämlich gucke ich auch. Der Mods einbauen. Das bringt mehr Schaden. Alter, fasst du noch Epic an dann, ne? Alter. Der Brust mit 1033 Rüstung. Boah. Ich bin jetzt bei 85.820 Schaden. Ich bin jetzt mit 2. So, jetzt muss ich noch die Schrotflinte updaten. Ja, Leute. Wir updaten hier und reden gar nicht für die Leute. Kavi, sag was zum Endkampf. Ja, keine Ahnung. Wenn du das raus hast mit den Geschütztürmen, laufst du einfach im Kreis, aktivierst du alle und fertig. Ja, und ich konnte ablenken. Und das Ablenken, ja. Ja, ich bin nur rumgelaufen und habe abgelenkt. Ja gut, aber die Rüstung, die ich da jetzt habe, Schnellangriffsweste ist schlechter wie meine. Dann haben wir hier noch andere Schoner. Hier Schnellsturmmaske, auch schlechter wie meine. Da habe ich gar nichts bekommen. Rucksack habe ich auch nichts bekommen. Hände habe ich auch nichts bekommen. Rucksack habe ich auch nichts bekommen. Ja. Ich habe nichts Großartiges bekommen. Ich bin jetzt bei 85.820 Schaden. Das war alles, Kavi. So, aber wenn wir jetzt hier reingucken, Leute, wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben nur den Endkampf gemacht. Wir sind noch nicht fertig, weil wir den letzten Virusbericht auch noch nicht haben. Genau. Da oben. Das ist nicht der Endkampf gewesen, glaube ich. Ja, aber jetzt. Ich glaube, das war noch nicht das Ende. Es geht immer noch der Verräter ab. Genau, ich gehe da auch nicht von aus. Zum Beispiel, hier unten sind ja noch die ganzen Missionen, die wir zu machen haben. Und es gibt ja noch den Bereich von 28 bis 30. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Würde ich mal sagen.
Ja, und wir müssen jetzt was tun? Ich glaube, hier erstmal das Gebiet verlassen, ne? Ja. Ja, lass uns erstmal hier rausgehen. Ja, schlecht war es aber nicht. Also, dass ich das jetzt scheiße fand, den Fight nicht. Ja, aber alleine stelle ich mir ihn schwer vor, weil ja keiner die Rüstung runterballert von dem Vieh. Ich habe ja nur drauf rumgeballert und habe versucht, die Rüstung runterzukriegen von dem Vieh. Und wenn ich auf eine Frontscheibe geschossen habe, habe ich 9000 Schaden an ihn gemacht. Habe ich so auf eine Panzerung, habe ich 5000 Schaden gemacht, ne? Wie auf dem Kopf. Ja. Ja, wie weit müssen wir da raus? Ja, du weißt, wie weit wir drinnen waren. Weil wir so tief drin gesteckt. Ja, aber richtig. Und dann will ich gleich erstmal eine rauchen. Da sind wir also, Agent. Wir waren ein ziemlich gutes Team, finde ich. Toll. Wir haben viel für die Stadt getan. Mal, wo wir hin sollen. Mehr, als man uns zugetraut hat. Wir beide wissen, dass es kein Happy End ist. Unbekanntes Signal. Aaron Keena, unser mörderischer Lieblingsverräter, ist immer noch da draußen. Virus Fortschritt Bericht 5. Lesen Sie mal Keenas Akte, sie ist... Da sollen wir jetzt hin. Interessant. Und wo Amherst ist, wissen wir auch nicht, oder was er sonst noch auf Lager hat. Aber es gibt Hoffnung. Dr. Kendall und das DCD sind einem Impfstoff auf der Spur. Sie haben dem LMB, den Cleaners und den Rikers das Rückgrat gebrochen. Die Stadt gehört wieder uns, wie versprochen. Wir sind jedoch noch nicht fertig. Solange es die Dark Zone gibt, haben wir genug zu tun. Aber wir sind im Begriff, die Stadt zu retten. Und mit ihr vielleicht noch etwas anderes. Nicht schlecht für die zweite Welle, oder? Wir sind fertig, Kabi. Identifiziertes SHD-Tech-Signal geortet. Wir sind wirklich fertig, Kabi. Da sind wir also, Agent. Wir waren ein ziemlich gutes Team, finde ich. Wir haben viel für die Stadt getan. Mehr, als man uns zugetraut hat. Die Alte wiederholt sich. Wir beide wissen, dass es kein Happy End ist. Ja, dann gehen wir da mal hin, wa? Aaron Keena, unser mörderischer Lieblingsverräter, ist immer noch da draußen. Sind nur 2,3 Kilometer. Das meinen die Hauptbase-Porten. Wissen, was dieses Legendäre ist da? Und wo Amherst ist, wissen wir auch nicht. Oder was er sonst noch auf Lager hat. Aber... So. Die Alte mal unterbrochen. Ja, Leute, wir sind in dem Sinne fertig. Wir werden jetzt mit euch, das mit dem legendären Kabi werden wir dann gleich machen. Lasst uns bitte für die Zuschauer unten zu der letzten Mission gehen. Mhm. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir fertig, weil diese ganzen anderen Nebenquests, klar, die könnten wir noch zeigen, aber darüber können wir uns ja auch später noch unterhalten, ob wir das machen oder nicht. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns dann wahrscheinlich entweder in den anderen Quests weiter oder dann in der Dark Zone. Richtig. In der Dark Zone werde ich auf jeden Fall Videos machen, das kann ich sagen. Nur ob dann, weil ich ja jetzt zwei Videos veröffentliche, wann die ersten Dark Zone Videos kommen, kann ich noch nicht sagen. Sie sind einem Impfstoff auf der Spur. Sie haben dem LMB, den Cleaners und den Rikers das Rückgrat gebrochen. Die Alte wiederholt sich jetzt die ganze Zeit bei mir. Wir sind jedoch noch nicht fertig. Solange es die Dark Zone gibt, haben wir genug zu tun. Ich hab's nicht mehr angeklickt. Aber wir sind im Begriff, die Stadt lassen zu retten. Wegweiser beim und mit ihr vielleicht noch etwas anderes. Nicht schlecht für die zweite Welle, oder? Irgendwer schießt aus diesem unidentifiziertes SHD-Signal nochmal geortet. Hey. Ne, sie hört auf. Ja, Leute. Puh. Spiel, geil. Brauche ich mich gar nicht, Finger vom Abzug, ich will nur hier durch. Gar nicht drüber unterhalten. Ja, und hier kriege ich gleich ein blaues Item wieder. Ist schon klar, Mama. Okay. Ja, Spiel geil. Jetzt bin ich auf die Dark Zone gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde natürlich die, also ich werde die Story auf jeden Fall, also auch den letzten Bereichen da unten noch klären. Aber wie gesagt, aktives Echo-Signal geortet. Das Echo kennen wir. Ich glaube nicht, dass wir das alles noch aufnehmen werden, weil das Ende haben wir euch jetzt schon vorweggenommen, wenn wir es so nehmen. Richtig. Und ja. Ich glaube nicht, dass ihr das dann noch sehen wollt. Ich kann auf jeden Fall sagen, mega geiles Spiel. Kaufempfehlung von mir? Ja. Kabi? Ja.
Auch wenn es jetzt keine PvP-Zone mehr geben würde, das Spiel wäre jetzt zu Ende. Weil es gibt ja Spieler, die würden niemals in eine PvP-Zone gehen. Auch dann eine Kaufempfehlung, auch für das Geld? Ja. Okay, seht ihr? Ein ganz Außenstehender, der ja nie was eigentlich bei uns auf dem Kanal mit was zu tun hat, sagt in dem Sinne, dass ich sage genau das Gleiche. Für mich eine klare Kaufempfehlung. Wir haben, wie viele Bugs hatten wir? Die kann man an zwei Händen abzählen, oder? An einer. An einer? Ja gut. Wir bleiben ständig stecken im Müllsäcken. Ja. Verbindungsprobleme. Na, was noch scheiße war, ist, wenn du jemanden gerätzt hast oder wiederbelebt hast, der gleich sofort wieder direkten Schaden kriegt. Genau, das war richtig beschissen. Das war der größte Bullshit aller Zeiten. Also das ist wirklich der größte Schiss. Aber sonst, Topspiel. Also ich sage auf jeden Fall Topspiel. So, jetzt wollen wir mal gucken, was passiert hier, Leute. Okay, Ladies first. Falsch. Hier geht eine Treppe hoch. Ja, wäre ja auch zu schön gewesen, dass es unten liegen würde, ne? Okay. Pass auf, jetzt kommt's. Ist es noch nicht zu Ende. Nun, hier bin ich. Aaron Keener, der Wunderknabe der ersten Welle. Normalerweise würde ich das persönlich erledigen, aber ich bin nicht ganz sicher, wie du tickst. Du verhältst dich so, wenn Miss Lau zuschaut, und ganz anders, wenn du von der Leine bist. Ein ziemlich interessanter Gegensatz. Weißt du, ich glaube, tief in dir hast du es kapiert. Du weißt, dass die alten Regeln, Gesetze, Behörden und all das am Black Friday gestorben sind. Aber die brutalen Söldner, die Ausbrecher und alle, die klug genug sind, sich das Nötige einfach zu nehmen, die werden überleben. Und ich, mir wird es blendend gehen. Das könntest du auch. Aber du hast einen Eid geschworen, nicht? Du hast dich verpflichtet. Beides nur andere Wörter dafür, dass dein Gewissen dich bescheißt. Frag dich doch mal selbst. Wer hat das Recht, dir Vorschriften zu machen? Und weißt du, wie viele Agenten in der Dark Zone gestorben sind, nur damit die da oben sie dann aufgeben und eine Mauer darum bauen? Du glaubst mir nicht? Dann geh hin und sieh es dir selbst an. Aber die Leute, für die du arbeitest, spielen keine Rolle mehr. Amherst hat die Spielregeln geändert und ich habe vor, zu gewinnen. Ich habe Tschernenko, einen DNA-Drucker und ein äußerst interessantes Rezeptbuch. Ich schreibe jetzt meine eigenen Regeln. Du solltest dir überlegen, dich mir anzuschließen. Wir sehen uns. Das war's. Das war das Agent, Ganze. Die Informationen, die Sie im Labor gefunden haben, sind Gold wert. Ich glaube, jetzt können wir das Ding knacken. Okay, gucken wir uns aber mal. Wir haben noch mehr Infos. Eine neuer Beweis. Aus dem Grab. Hören Sie mal, was Amherst zu sagen hat. Wir reden noch. Hören wir uns an. Okay, erstmal Escape. Aufklärung. Wo war das? Aufklärung. Neuer Virusbericht. Okay, abspielen. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Einer der tödlichsten Erreger des Planeten. Viele Jahrhunderte hat er das Bevölkerungswachstum ganz wunderbar in Schach gehalten. Aber die Zeiten ändern sich. Und manchmal braucht Mutter Natur Hilfe, um ihre Schöpfungen zu verbessern. Zum Beispiel, indem man sie schneller macht. Indem man sie ansteckender macht, bereits während sie sich in einem Wirt entwickeln. Oder sie tödlicher macht. Ich verfolge diesen Ansatz nicht alleine. Mein Freund Vitali ist ein Pionier auf diesem Gebiet.
Die Idee existiert schon seit Jahren. Das Genom als Daten. Sehen Sie, mit der Digitalisierung der DNA wurde sie unbegrenzt mutierbar. In der Zeit, die ein Labor für die Anzucht einer Generation von Erregern braucht, konnten wir viele tausend virtuelle Varianten erzeugen. Und wir konnten die besten und tödlichsten davon auswählen. Und sie realisieren. So bastelt man sich seinen Killer-Virus. Man kombiniert ihn mit Genen anderer Krankheiten und steigert so seine Virulenz und Letalität auf ein Maximum. Das Ziel war eine Todesrate von 90%. Ich weiß zwar nicht, ob mein grünes Gift das erreicht, aber mal im Ernst. Das ist nur ein Detail. Solange ein Großteil der Menschheit stirbt, hat die Erde eine reelle Chance. Eigentlich töten Technologien unseren Planeten. Aber das ist nicht ganz wahr. Es ist die Gier, die hinter der Technologie steht. Aber auf dem Weg zu 100 Dollar Genomkarten und Plastikspielzeug aus dem 3D-Drucker ist etwas geschehen. Jemand fand heraus, dass man diese Technik nutzen kann. Modifizieren für einen guten Zweck. Ich. Also, mein Virus tut, was die Natur schon immer getan hat. Entscheiden, wer lebt und stirbt. Will die Natur, dass ich sterbe, sterbe ich. Zumindest bin ich dabei nicht ganz allein. Natürliche Auslese par excellence. Unterstützt durch eine kleine, künstliche Genmanipulation. Alles nur Daten, ehrlich. Leben ist nichts als Datenverarbeitung. Auf dieselbe Weise habe ich das Pockengen auf meinem Laptop verarbeitet. Und wer sagt eigentlich, dass das nicht schon immer der Plan war? Falls Sie durch ein Wunder das grüne Gift überleben sollten, hat die Natur das so entschieden. Sie verdienen zu leben. Der Rest von uns nicht, ganz klar. Viel Glück. Wir sehen uns in der Hölle. Okay. Okay. Okay, Leute. Okay, Leute. Ja, ich mache mal schnell Reise nach Hause. Ja. Krank. Um einfach Leute auszuwatten. Willkürlich. Ohne Kopf, ohne Verstand. Einfach ausrotten. Was anderes kann man dazu ja nicht sagen, Kabi. Geht einfach nur darum, die Erde zu retten. Zu retten? Nein. Wenn wir Menschen weiter so machen, machen wir die Erde kaputt. Ja, wir machen die Erde sowieso kaputt. Aber der Typ ist auch vom Prinzip her in meinen Augen ziemlich krank. Kaputt, ja. Also, du musst erstmal oben im Kopf so abgebrüht sein, diese Scheiße überhaupt durchzuziehen. Also, er war ja nicht allein. Aber lassen Sie jetzt nicht nach. Ja, Leute. Ich habe hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Ich würde sagen, wir hören uns dann in der Dark Zone wieder. Wir müssen hier noch einiges updaten. Am Medizinflügel könnten wir mal gerade nachgucken. Ich glaube, wir sind damit dann auch fertig. Ne, uns fehlen 40 Punkte im Medizinflügel. Dann könnten wir den auch updaten. Aber mit der Geschichte sind wir in dem Sinne durch, Leute. Ja. Ich hoffe, es euch hat das Projekt gefallen. Wir haben dieses Projekt in ein paar Stunden in dem Sinne durchgezogen. Ich mache jetzt großartig. Die Sicherheitsabteilung. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. Gut gemacht. Ja. Wir sagen damit vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und man hört sich in der Dark Zone wieder. Und ja, bis denne. Legt euch hin und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.